Beck aktuell, der Podcast. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sind wieder dabei bei Beck aktuell, der Podcast. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Heute habe ich zwei Gäste hier, Herrn Professor Dr. Jens Kersten und Herrn Professor Dr. Stefan Rixen. Herr Kersten, Herr Rixen, herzlich willkommen bei Beck aktuell, der Podcast. Ja, wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen. Ja, das tun wir. Vielen Dank. Das Thema unseres heutigen Podcasts ist Covid-19-Pandemie, Corona. Warum haben wir Herrn Professor Kersten und Herrn Professor Rixen eingeladen? Die beiden Herren sind im Verlag Verfasser einer Schrift, Der Verfassungsstaat in der Corona-Krise. Und beide sind Öffentlichrechtler, beide sind Verfassungsrechtler. Herr Professor Kersten, geboren 1967, lehrt an der Ludwigs-Maximilians-Universität in München. Herr Professor Rixen, auch Jahrgang 1967, lehrt an der Universität Bayreuth, haben, wie es bei Hochschullehrern üblich ist, mehrfach ihren Lehrort gewechselt, sind aber beide spezialisiert auf verfassungsrechtliche Fragen. Tätigkeitsschwerpunkt von Herrn Professor Kersten, Staats-, Verwaltungs- und Europarecht. Bei Herrn Professor Rixen ist es das öffentliche Recht, insbesondere Sozialwirtschafts- und Gesundheitsrecht an der Universität Bayreuth. Herr Professor Kersten, Herr Professor Rixen, wenn wir im Lektorat ein neues Werk konzipieren, und sehr viel anders wird es auch nicht gewesen sein bei Ihrem Werk, Der Verfassungsstaat in der Corona-Krise, und uns mit den Autoren das erste Mal treffen, ist ein Punkt bei der Diskussion der Konzeption immer der folgende: Für wen schreiben wir? Was ist die Adressatengruppe des Werkes? Welche juristische Berufsgruppe, welcher Fachbereich soll dieses Werk in allererster Linie lesen und nutzen? Wie war das bei Ihnen? Ja, bei uns war das eigentlich so, dass wir gesehen haben, dass natürlich diese Pandemie die gesamte Gesellschaft verändert, dass die ganze Gesellschaft verunsichert ist. Und so haben wir uns auch in der eigenen Verunsicherung aufgemacht, ein Buch drüber zu schreiben, das sich eigentlich an nicht nur juristische Leserinnen und Leser wendet, sondern eben vor allem eben auch an die Bürgerinnen und Bürger, die eben ja Adressaten und Adressatinnen der Maßnahmen in der Corona-Krise sind. Und sich natürlich dann auch fragen, sind die verfassungskonform? Das hat natürlich Folgen für den Stil. Man muss das dann allgemeinverständlicher schreiben. Aber das schadet natürlich auch bei Juristinnen und Juristen im eigentlichen Sinne nicht, wenn sie sich um Verständlichkeit bemühen. Und darüber hinaus hat man natürlich auch die Politik, die Verwaltungen, die Medien, das Gesundheitswesen, die Bildung und die Wirtschaft im Blick. Haben Sie eigentlich Rückmeldungen bekommen? Ich meine jetzt weniger die üblichen Rezensionen, die irgendwo abgedruckt sind, sondern ich meine individuelle Rückmeldungen, Leser, die Ihnen geschrieben haben, die Sie angesprochen haben auf diesen Titel. Das ist in der Tat so gewesen. Also das ist ja nicht zwingend so, gerade bei juristischen Werken, dass es Rückmeldungen gibt. Aber es war in der Tat so, dass uns Menschen geschrieben haben und, glaube ich, ganz dankbar waren, dass wir einen Ton angeschlagen haben, den wir in unserem Buch nennen, einen entdramatisierenden Ton, einen Denkstil, der gerade nicht sich dem Rausch des Ausnahmezustands überlässt, sondern der versucht, die Dinge zu wägen und damit einen Denkstil zu etablieren, der, von dem wir glauben, wirklich auch eine Hilfe sein kann, die Nerven nicht zu verlieren und die Probleme, die ja vielfach da sind, eben bedachtsam anzugehen. Also das war schon sehr interessant zu sehen. Wir haben das auch erlebt von Kolleginnen und Kollegen. Auch das, würde ich sagen, ist gar nicht so häufig, dass man vom direkten Kollegenkreis abgesehen Rückmeldungen bekommt, freundliche Rückmeldungen, die auch einem widerspiegeln. Man hat doch, glaube ich, den richtigen Ton getroffen. Es ist jetzt ein Stichwort von Ihnen gefallen, der Rausch des Ausnahmezustandes. Haben Sie den Eindruck, dass Ihr Werk auch dort gelesen wird, wo es auf jeden Fall gelesen werden sollte, nämlich in dem Bereich der politischen Entscheidungsträger? Haben Sie aus dem politischen Raum irgendwelche Rückmeldungen auf Ihr Werk erhalten?
Also aus dem politischen Raum haben wir keine direkten Zurückmeldungen gehalten. Und das Werk ist ja auch nicht unmittelbar an den politischen Raum adressiert. Wenn es dort jemand liest, dann ist das natürlich umso besser, dann freut uns das. Aber es zielt tatsächlich mehr auf die breitere Öffentlichkeit und den Versuch zu erklären, wie hier Politik überhaupt agieren kann, wie sie es sollte und was der verfassungsrechtliche Rahmen eben gerade dazu ist. Ja gut, einige der politischen Entscheidungsträger waren ja etwas überrascht, dass die eine oder andere Entscheidung oder die eine oder andere Verordnung, die im Zuge von Corona erlassen wurde, von Gerichten wieder für unwirksam erklärt wurde. Es herrscht eine große Verwunderung, dass die Rechtsprechung dem, was politisch verordnet wurde, nicht gefolgt ist. Ich denke, wenn man Ihr Buch genau gelesen hätte, bevor man die Maßnahmen erlassen hat, hätte sich manche Entscheidung vermeiden lassen. Worauf führen Sie das zurück, dass es trotzdem passiert ist? Zunächst glaube ich, dass es eigentlich ein gutes Zeichen ist, dass die Gerichte doch recht bald auch nach einer Anfangsphase, wo sie auch den Landesregierung, die ja in aller Regel die Verordnungen erlassen haben, etwas mehr Gestaltungsspielraum eingeräumt haben, dass dann die Gerichte auch noch genauer hingesehen haben. Das zeigt eben, dass auch in der vermeintlichen Ausnahmelage letztlich Normalität des Rechtsstaats herrscht. Nämlich, dass hier die Gerichte dann auch das getan haben, was sie immer tun, nämlich genau hinzusehen und die Verantwortlichen dazu zu bringen, dass sie insbesondere die Verhältnismäßigkeit genau beachten. Und gerade das Agieren der Gerichte scheint mir ein wichtiger Indikator, nicht der einzige, aber ein wichtiger Indikator zu sein, dass der Rechtsstaat auch in dieser Krisenlage funktioniert hat und alle, die in wirklich schwer nachvollziehbarer Weise von Corona-Diktatur und ähnlichem Zeug geredet haben, hätten doch spätestens da merken müssen, dass der Normalzustand des Rechtsstaates sich vor allen Dingen dadurch auszeichnet, dass Gerichte auch jetzt in so einer schwierigen Lage sich die Dinge genau ansehen. Ich denke, man kann es auch vielleicht auch noch dahin wenden, dass man eben sich vergegenwärtigt, dass wir ja nicht in einem Rechtsstaat leben, weil wir immer sagen, es geht von vornherein alles in Ordnung, sondern wir leben ja in einem Rechtsstaat, weil wir mit Unrecht rechnen, das dann eben auch korrigiert werden muss. Und gerade in so einer Krisensituation macht ja praktisch nur der Fehler, der das alles ignoriert. Aber wer dann in so einer Krisensituation arbeitet und die Verwaltungen, der Staat arbeitet natürlich in der Krise, der macht natürlich auch Fehler. Und hier fand ich es eigentlich beeindruckend, dass ja nicht nur die Gerichte diese Fehler korrigiert hat, sondern auch unmittelbar die Verwaltungen selbst. Also man kann das ja an Beispielen verdeutlichen. Also ein Beispiel dafür war zu Beginn der Corona-Krise beispielsweise diese Ausweispflicht, die in Berlin galt. Die wurde als ungeeignet auch in der Öffentlichkeit, aber auch in der Fachöffentlichkeit gebrandmarkt und kritisiert. Das wurde von der Verwaltung selbst zurückgenommen. Das Gleiche gilt letztlich auch für das viel kritisierte Parkbankverbot in Bayern. Aber wenn Sie jetzt auf eine aktuelle Frage schauen, also das Beherbergungsverbot, da ist es ja so eine Mischung gewesen darauf, dass die Gerichte oder einige Gerichte, Oberverwaltungsgerichte und Verwaltungsgerichtshöfe gesagt haben, es sei ungeeignet, nicht erforderlich, nicht systematisch abgestimmt, bis auf, wenn ich das recht sehe, das OVG Schleswig-Holstein, aber Länder dann auch hingegangen sind und gesagt haben, wir nehmen es von uns aus zurück, also das heißt Exekutiven. Und das zeigt ja, dass der Rechtsstaat hier eigentlich sehr gut auch funktioniert. Es ist also so, dass der Dialog zwischen der Rechtsprechung einerseits und den Maßnahmen der Verwaltung und der Gesetzgebung andererseits letztlich zu richtigen Ergebnissen führt, dass Irrtümer auch korrigiert werden, dass Irrtümer von der Rechtsprechung korrigiert werden und Irrtümer teilweise von der Verwaltung selbst korrigiert werden, dann dazu führt, dass Lösungen kommen, die tragfähig sind, die zielführend sind und die auch im Einklang mit dem Recht stehen. Jetzt vielleicht zu einigen Punkten Ihres Werkes, einigen Gesichtspunkten, auf die ich etwas näher eingehen möchte. Ein elementares Prinzip unserer Verfassungsordnung ist ja der Föderalismus. Gerade Länder wie zum Beispiel der Freistaat Bayern haben ja immer sehr stark ihre Eigenständigkeit betont. Man möchte nicht nur im Bereich der Verwaltung, sondern auch im Bereich der Gesetzgebung die Dinge selbst regeln.
bisweilen in dem vielleicht sogar etwas folkloristischen Selbstbewusstsein, es besser zu können als die anderen. Nun steht plötzlich zu aller Überraschung ein bayerischer Ministerpräsident auf und fordert mehr Kompetenzen für den Bund. Was sagen Sie dazu? Also das ist in der Tat ein bisschen verwunderlich, wobei solche von wem auch immer geäußerten antiföderalen Affekte ja so selten nicht sind. Wir erleben das ja auch in anderen Bereichen, wenn Sie an das Bildungswesen denken, aber auch Fragen etwa im Polizeirecht. Ich glaube, wir müssen uns wirklich in Erinnerung rufen, dass das Grundgesetz eine antizentralstaatliche Signatur hat. Das ist natürlich im Alltag des Verfassungslebens, wird das häufig überlagert durch den starken Einfluss des Bundes. Aber das Selbstverständnis der Verfassung ist doch schon ganz klar eins, dass die Länder stärken. Das sieht man besonders deutlich am Artikel 83, der den Ländern als eigene Angelegenheit den Vollzug der Bundesgesetze zuweist. Auch etwas, was ja, wenn man das rechtsvergleichend betrachtet, was sehr Besonderes ist, dass sozusagen die Gliedstaaten die Gesetze des Zentralstaates vollziehen. Und insofern scheint mir das verwunderlich zu sein, denn selbst wenn der Bund jetzt, sagen wir, noch stärker auch in den Vollzug der Gesetze hineingebracht werden könnte nach der gegenwärtigen Verfassungslage, da muss man sich doch klar machen, dass der Bund bis auf die untere lokale Ebene praktisch nicht wirken kann. Er wird immer angewiesen sein auf die Länder und er ist dort immer angewiesen auch auf die Gesundheitsämter, die ja, würde ich mal sagen, nach einem langen Dornröschenschlaf jetzt endlich wahrgenommen werden in ihrer Bedeutung. Und diese Gesundheitsämter sind diejenigen Behörden, die in der Fläche dafür sorgen, dass all die vielen Maßnahmen auf der Basis des Infektionsschutzgesetzes Wirklichkeit werden. Und das wird sich auch nicht ändern, wenn der Bund vielleicht strategisch oder auch koordinierend noch mehr Befugnisse bekommt, als er jetzt ohnehin schon hat. Deshalb glaube ich, müssen wir ganz genau hinsehen, ob sich allein durch eine Stärkung des Bundes operativ in den konkreten Maßnahmen vor Ort wirklich etwas ändert. Da habe ich Zweifel. Da werden die Länder weiter in der Pflicht sein. Da wird es dann wirklich letztlich im Vollzug der Gesetze immer wieder auf die Länder ankommen. Gut, das sind klare Worte. Vielleicht noch ein anderer Aspekt. In den letzten Wochen wurde verstärkt parlamentarische Kontrolle angemahnt, überraschend spät von den Parlamentariern selbst. Als ich in den 80er Jahren mein Examen geschrieben habe, war der verfassungsrechtliche Wesentlichkeitsvorbehalt bereits eine Selbstverständlichkeit. Das Prinzip ist, grundlegende Fragen muss der parlamentarische Gesetzgeber selbst entscheiden. Haben wir hier in der Krise nicht ein Defizit oder noch schärfer gefragt, hält die Exekutive unsere Parlamente für unfähig, die Probleme, die wir jetzt haben, zu lösen? Also ich glaube nicht, dass die Exekutive die Parlamente für unfähig hält. Es ist ja doch vielmehr so, dass eben die Parlamente ja die Exekutive von Beginn an in der Krise auch sehr konstruktiv begleitet haben. Es gibt natürlich diesen Satz, der ist auch wahr, die Krise ist die Stunde der Exekutive. Aber da muss man natürlich auch zu sagen, irgendwann geht diese Stunde natürlich auch bei einer lang andauernden Pandemie einmal zu Ende. Und insofern sind wir, wenn wir das jetzt aus verfassungsrechtlicher Sicht betrachten, jetzt ja auch bei einer differenzierten Analyse oder Einschätzung angelangt. Also wenn wir nochmal zu Beginn der Krise zurückgehen, wäre ja ohne die Parlamente sowohl auf der Bundes- als auch auf der Landesebene die Exekutive überhaupt nicht handlungsfähig gewesen. Stichworte sind hier ja auf der Bundesebene beispielsweise die parlamentarische Aufhebung der Schuldenbremse, die haushaltsrechtlichen Grundlagen für die Wirtschaftsförderung, die Änderungen im Parteienrecht, im Parlamentsrecht, im Gesellschaftsrecht, Insolvenzrecht und natürlich auch im Infektionsschutzrecht. Also hier sind die Parlamente eigentlich sehr aktiv. Ein Streit ist jetzt ja wohl eben am ehesten entbrannt über die Frage, wie sieht es jetzt eigentlich mit diesem Infektionsschutzgesetz aus? Und da gibt es natürlich schon Stimmen, die dann sagen, ja, ob das sich jetzt wirklich so für die Pandemie eignet oder nicht, vielmehr so ein bisschen, das ist jetzt sehr überspitzt formuliert, auf die Schließung einer Schule im Einzelfall ausgerichtet ist. Darüber kann man sich sicherlich streiten, aber hier ist ja prinzipiell erstmal die Grundlage für Maßnahmen gewesen, die Generalklausel im Paragraphen 28 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes. Und nun nimmt das Infektionsschutzgesetz den Weg, den eigentlich das gesamte Polizei- und Sicherheitsrecht eigentlich immer genommen hat unter rechtsstaatlichen Bedingungen, nämlich die Tatsache, dass sich aus der Generalklausel heraus dann Standardmaßnahmen für bestimmte standardisierte Situationen entwickeln. Und das muss natürlich der parlamentarische Gesetzgeber machen. Und hier ist genau ja auch die von Ihnen benannte Wesentlichkeit
Prinzip einschlägig. Also die wesentlichen, vor allem die grundrechtsrelevanten Entscheidungen müssen vom Parlament getroffen werden. Und da ist jetzt überhaupt nichts dagegen zu sagen, dass der Bundestag sich auf den Weg macht und das tut. Aber wenn man das gesagt hat, muss man gleich wieder sagen, für die Frage der konkreten Reaktion, der schnellen Reaktion in Krisensituationen haben wir die Verordnungsermächtigung, also die Rechtsetzung durch die Exekutive. Das ist vom Grundgesetz gedeckt. Artikel 80 des Grundgesetzes sagt das. Und man darf auch nicht immer so tun, als wäre die Exekutive eben gerade nicht demokratisch legitimiert. Das ist sie natürlich auch. Und in der aktuellen Debatte, wo es um die Einforderung jetzt von Rechten geht, Der Grundsatz ist ja hier wohl, oder das, was man jetzt in den letzten Tagen gelesen hat, das Parlament sollte sich zurückholen, was es an die Exekutive verloren hat. Da muss man einfach zu sagen, das ist eigentlich eine Scheindebatte. Denn das Parlament kann sich jederzeit durch Rechtsetzung das nehmen, was immer Rahmen der Verfassung das seine ist. Im Parlament, im Parlamentsrecht gibt es nur einen Grundsatz und er lautet, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also allein die Interviews bringen da in den Zeit nicht, aber das heißt, die Landesparlamente, der Bundestag und auch das Europäische Parlament können die Maßnahmen in der Krise diskutieren, können Rechtsänderungen vornehmen, sollten ein Public Forum schaffen, in denen gerade wenn es um Maßnahmen geht, die in die Rechte der Bürgerinnen und Bürger stark eingreifen, das diskutieren, das sichtbar machen. Und hier wären eigentlich die Landesparlamente noch sehr viel stärker gefordert als der Bundestag. Das ist eine klare Ansage. Die Parlamentarier mögen nicht mangelnde Bedeutung beklagen, sie mögen einfach handeln. Jetzt ein Seitenaspekt, der aber gleichwohl interessant ist. Inwieweit können Covid-19-Maßnahmen in die Unabhängigkeit der Gerichte eingreifen? Kann zum Beispiel nicht nur ein Richter entscheiden, wie viele Menschen in seinem Sitzungssaal anwesend sein dürfen und wie sie sich dort zu verhalten haben? Oder auf die Spitze getrieben könnte theoretisch, ich glaube nicht, dass es passieren wird, ein Bundesgesundheitsminister, wenn ihm die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht gefällt, beide Senate einfach in Quarantäne schicken. Das ist ja vielleicht in dieser Zuspitzung nicht wahrscheinlich, aber denkbar ist natürlich, das stellen wir uns das Gesundheitsamt Landkreis Karlsruhe vor, das Maßnahmen für im Einzelfall verhängen muss. Und das könnten ja Maßnahmen sein, die auch das Bundesverfassungsgericht oder den Bundesgerichtshof in Karlsruhe betreffen. Und da stellt sich in der Tat die Frage, kann denn jetzt, sagen wir mal, im weiteren Sinne jetzt gesagt, eine Landesbehörde, kann die denn jetzt einfach die Tätigkeit von Bundesgerichten, zumal des Bundesverfassungsgerichts, regulieren? Es war interessant zu sehen, dass in den Covid-19-Corona-Verordnungen auf Landesebene dieses Problem tatsächlich auch gesehen wurde, aber häufig dann eher, sagen wir mal, ein bisschen ins Vage hinein gelöst wurde, dann gesagt wurde, naja, die Vorschriften gelten sinngemäß unter Beachtung der Unabhängigkeit der Gerichte und alles Nähere wurde damit stillschweigend an die Gerichte delegiert. Und dann merken wir, und das ist in einer Krise immer wieder interessant, dass wir vieles, was so immer unter den üblichen Bedingungen des Lebens gar nicht befragt wird, plötzlich sich als fragwürdig zeigt. Denn solche Institute wie das Hausrecht des Präsidenten oder der Präsidentin oder des Direktors oder der Direktorin eines Gerichts, das wird ja sonst nicht viel bedacht. Auch die Fragen der Sitzungspolizei, die sich plötzlich zu einer Art Gesundheitssitzungspolizei entwickelt. Auch Fragen der Verfahrensleitung im Einzelnen, die dann in den einzelnen Prozessordnungen entfaltet werden. Die werden plötzlich im Fokus dieser Pandemie als Rechtsfragen erkannt, über die wirklich nachgedacht werden muss. Und es ist deshalb brisant, weil offensichtlich ist, wenn ein Gesundheitsamt plötzlich vorgibt, wie Gerichtsverhandlungen zu führen sind, dass hier die Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter berührt ist. Das Ganze kann mit Blick auf die Öffentlichkeit auch revisionsträchtig sein. Also ein bunter Strauß an Fragen. Und ich glaube, dass wir jetzt auch im Zuge der doch voranschreitenden Pandemie, der weiteren auch rechtlichen Gestaltung der Pandemie überlegen müssen, wie das Verhältnis von Exekutive, der Infektionsschutz, zuständigen Exekutive und Gerichten auch durch den Gesetzgeber neu gestaltet wird, damit eben auch denkbare Beeinträchtigungen der Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter vermieden werden können. Da ist derzeit nichts zu befürchten, aber gleichwohl sollte man ja im Blick haben,
dass solche Probleme entstehen könnten. Und da sollte der Bundesgesetzgeber in erster Linie nachsteuern. Die richterliche Unabhängigkeit ist ein wesentliches Grundmerkmal unserer Verfassungsordnung. Ein weiteres hohes Gut unserer Verfassung ist die Versammlungsfreiheit. Es gibt einen berühmten Satz, Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Der Staat darf also auch nicht differenzieren, welche Meinungen oder Forderungen in einer Versammlung gestellt werden, soweit diese nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung verstoßen. Wer eine bestimmte Forderung erhebt, hat auch ein ganz vitales Interesse daran, der gesamten Öffentlichkeit zu zeigen, wie viele Menschen hinter seiner Forderung stehen und wie viele Menschen bereit sind, für diese Forderung auf die Straße zu gehen. Ist also zum Beispiel die Begrenzung der Teilnehmer an Versammlungen Ihres Erachtens mit der Verfassung vereinbar? Also wenn man hier wieder hingeht und die gesamte Krise insgesamt in den Blick nimmt, muss man sagen, hat sich ja hier mit Blick gerade auf das Versammlungsrecht auch eine Entwicklung vollzogen. Zu Beginn der Krise hat die Politik, das muss man leider sagen, auch in praktisch allen Bundesländern überreagiert und explizit oder implizit praktisch jede Versammlung verboten. Also einzig und allein die Freie und Hansestadt Bremen hat da einen kühlen hanseatischen Kopf bewahrt. Aber man muss auch hier sagen, innerhalb doch relativ kurzer Zeit, 2 bis 3 Wochen immerhin, aber doch, hat vor allem das Bundesverfassungsgericht und die anderen Gerichte, auch der bayerische VGH, dies beendet und dem Versammlungsrecht wieder prinzipiell zur Geltung und zur Wirksamkeit verholfen. Das Versammlungsrecht, und das war eigentlich der Grundsatz dieser ganzen Entscheidungen, hält genug Möglichkeiten im Versammlungsgesetz vor allem bereit, um eben auf Pandemien zu reagieren. Also man muss eine Versammlung anmelden, dann gilt das berühmte Kooperationsverbot zwischen den Versammlungsanmelden oder Veranstaltern einerseits und der Versammlungsbehörde, in der Regel der Polizei der andererseits. Man kann Auflagen, also vor allem Hygieneauflagen, erlassen und man kann eine Versammlung eben auch verbieten und auflösen in dem Augenblick, wo die nicht eingehalten sind. Das heißt, mit Blick auf Ihre Frage, wie sieht es mit der Zahl aus, soll man da eine festsetzen? Berlin hat das ja zunächst mit unterschiedlichem Erfolg versucht, ist eigentlich eine Frage, die sich beantwortet aus dem Verhältnis zwischen Faktizität und Recht, nämlich faktisch muss prinzipiell genug Raum vorhanden sein, damit die Hygieneregeln, vor allem das Abstandsgebot, eingehalten wird. Und prinzipiell mit Recht ist gemeint, dass eben die Hygieneregeln auch gelten und durchgesetzt werden. Und hier hat ja vor allem in Berlin die Anti-Corona-Demonstration eines gezeigt. Hier ist der Staat zunächst einmal hingegangen und hat gesagt, ja, ihr meldet das an. Von dem Hintergrund, dass ihr ja gegen diese ganzen Hygienemaßnahmen protestiert, kann es zwar sein, dass ihr diese Maßnahmen nicht befolgt, aber hier gibt es eben einen Vertrauensvorschuss in die Freiheit. Die Versammlungen konnten stattfinden und es kam, wie es kommen musste, dass in diesem Fall eben diese Hygienestandards verletzt wurden. Die Versammlungen wurden zum Teil aufgelöst oder jedenfalls eingeschränkt. Die Rechtsprechung und aber auch die Verwaltungsbehörden, die Versammlungsbehörden werden hierauf so reagieren, dass prinzipiell sie sich auch nicht veräppeln lassen müssen. Also diesen Vorschuss auf die Freiheit gibt es nicht jedes Mal, sondern hier kann man durchaus aus Erfahrungen lernen. Eine Veranstalterin, ein Veranstalter von Versammlungen, der eben systematisch in der Vergangenheit die Regeln gebrochen hat, der wird darauf verwiesen, sie bei der nächsten Versammlung entweder einzuhalten oder die Versammlung wird eben verboten oder aufgelöst. Und das ist dann auch vollkommen verfassungskonform. Ein Totschlagsargument der Politik ist es ja bisweilen, einfach zu sagen, es gelte Leben zu schützen. Sie haben in Ihrem Werk nun unmissverständlich darauf hingewiesen, dass selbst der Gesundheits- und Lebensschutz des Grundgesetzes nicht absolut ist, sondern auch dieser unter einem Gesetzesvorbehalt steht. Ein Beispiel aus einem ganz anderen Bereich, unsere Rechtsordnung erlaubt ja auch den Straßenverkehr, obwohl wir wissen, dass er jedes Jahr mehrere tausend Tote fordert und jedes Jahr mehrere 10.000 Menschen mit Behinderungen zurücklässt. Vergessen wir dies vielleicht bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie? Kommen vielleicht gesamtwirtschaftliche Überlegungen zu kurz in unseren politischen und auch juristischen Diskussionen?
Also wie Sie ja sagen, ist hier die Verfassungslage ja eigentlich klar. Wir haben den Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 und dann Satz 3. Und der sagt uns, dass Leben und Gesundheit eben ein hohes Gut ist, aber eben unter einem Gesetzesvorbehalt steht. Und das bedeutet, prinzipiell kann man eben auch Leben und Gesundheit einschränken. Das muss verhältnismäßig sein. Also die Politik muss hier abgewogene Entscheidungen treffen. Das muss mit Augenmaß geschehen und hier hinkt dann dieser vor allem auch von Verfassungsrechtlerinnen und Verfassungsrechtlern oftmals bemühte Vergleich mit dem Straßenverkehr. Denn was wir ja hier erleben im Augenblick ist ja, oder was wir erleben mit dem Coronavirus, ist ja eine biologische Evolution eines Virus, der die Tier-Mensch-Schranke überschritten hat und das mit ungeheuerlichen, nicht nur individuellen Integritätsfolgen mit Blick auf Gesundheit und Leben, sondern auch sozialen Folgen. Das heißt, man muss sehr vorsichtig sein und wenn man schon an den Straßenverkehr anknüpft, dann sollte man vielleicht nicht unbedingt an die Tatsache anknüpfen, dass im Straßenverkehr es viele Verletzungen und auch Tote gibt und wir das prinzipiell ermöglichen, sondern wenn man da anknüpft, dann doch vielleicht besser an das Hauptprinzip des Straßenverkehrsrechts und das ist ja das Rücksichtnahmegebot. Das kommt dann weniger vor mit dem im Vergleich mit dem Straßenverkehr und das Rücksichtnahmegebot nun in einer Gesellschaft umzusetzen, ist natürlich was anderes im Straßenverkehr als bei einer wirklich tödlichen Pandemie. Und denn hier geht es ja dann auch um eine gesamtgesellschaftliche Abwägung, nicht nur gesamtwirtschaftliche, sondern gesamtgesellschaftliche. Und hier muss halt dann die Politik Prioritäten setzen. Das tut sie im Augenblick. Vielleicht kann man das auf den Dreischritt Gesundheit, Bildung und Wirtschaft bringen, aber eben nicht Party. Und hier schließt sich dann aber gleichzeitig wieder der Kreis zum Anfang. Und das ist für die Bürgerinnen und Bürger dann vielleicht auch gar nicht so angenehm, denn die Frage der Bereitschaft, der individuellen Rücksichtnahme entscheidet natürlich gleich auch darüber, welche Maßnahmen gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich notwendig werden, um hier einen angemessenen Ausgleich zwischen auf der einen Seite eben hohen Integritätsgütern, Gesundheit und Leben und auf der anderen Seite eben anderen gesellschaftlichen Interessen wie sozialen Interessen oder wirtschaftlichen Interessen zu bringen. Und hier zeigt sich halt ein Unterschied zum Straßenverkehr. Da verhält sich jeder regelkonform, weil er glaubt, in dem Augenblick, wo ich eine Regel überschreite, habe ich unmittelbar selbst die Folgen zu tragen, nämlich mit Blick auf entweder Leben und Gesundheit oder den Wert meines Autos oder meines Verkehrsmittels. In der Pandemie ist das eben nicht so. Und deswegen funktioniert eben hier dieses Rücksichtnahmegebot nicht unbedingt, weil jeder denkt, mich betrifft es nicht. Es betrifft aber uns alle und deswegen kommt es eben auf die individuelle Rücksichtnahme an, damit eben die Einschränkungen kollektiv nicht zu stark werden müssen. Also ich würde gerne diesen Punkt, inwieweit lässt sich unsere Lage mit der des Straßenverkehrs vergleichen, nochmal aufgreifen. Ich stimme Jens Kersten völlig zu, dass er das ja gerade dargelegt, der Vergleich im Wesentlichen hinkt. Ich glaube, an einer Stelle ist er vielleicht doch einer, der uns weiterhelfen kann, denn es geht natürlich im Kern um die Frage, die man in anderen Diskursen, etwa in der Ethik, als risikoethische Betrachtung bezeichnet. Denn die Frage ist ja die, welche Risiken wollen wir individuell und kollektiv tragen? Wie viel sollen denn getragen werden? Es geht im Kern um eine Bewertungsfrage. Und wir müssen uns eben mit der Frage befassen, in welchen Situationen möglicherweise dann etwa durch bestimmte Schutzvorkehrungen etwas mehr Risiko für die Gesundheit kontrolliertes Risiko möglich ist, um anderen Gütern, die wichtig sind, denken wir an die Bildung, denken wir an wirtschaftliche Interessen, vielleicht in einem vernünftigen Maß Vorrang zu geben. Das heißt, so unähnlich die beiden Situationen sind, Straßenverkehr und Pandemie, so ähneln sie sich doch an der Stelle, dass wir uns nämlich fragen müssen, wie wollen wir Risiken bewerten, welche Risiken, aus welchen Gründen wollen wir in Kauf nehmen? Und ich glaube, dass das dann wieder auch zurückführt in die parlamentarische Debatte. Das eine ist, und das ist ganz gewiss zentral, dass wir
in den Parlamenten auf Bundes- und auf Landesebene natürlich die Frage stellen, wie sollen Rechtsnormen gestaltet werden? Darf es etwa, muss es etwa auf Bundesebene, im Bundesinfektionsschutzgesetz, muss es da vielleicht noch genauere Normierungen geben? Aber die andere wichtige Frage ist, wenn wir Parlamente sozusagen als Forum republikanischer Vernünftigkeit verstehen, dann müssen wir uns gerade dort darüber verständigen, wie denn auch die Risiken gewichtet werden sollen. Und das scheint mir eine ganz zentrale Funktion auch der parlamentarischen Debatten zu sein. Wir hatten die, aber die können, glaube ich, mit dem Akzent auf dieser Frage auch jetzt nochmal neu geführt werden. Diese Überlegungen führen im Grunde genommen zu meiner weiteren Frage, nämlich die Beratung der Parlamente erfolgt ja vorwiegend durch Experten der medizinischen Wissenschaften in Fragen der Covid-19-Pandemie, und auch die Beratung der Exekutive erfolgt inzwischen im Wesentlichen durch die Mediziner, von denen einige ja schon einen sehr hohen Bekanntheits- und Popularitätsgrad erreicht haben. Sie verwenden in Ihrem Werk auch die Begriffe Expertokratie und Virologokratie, ohne allerdings zu sagen, um das klarzustellen, dass in unserem Staat dieses Stadium bereits erreicht wäre. Aber sicher ist, es gibt eine große Dominanz der Medizin in der fachlichen Beratung von Politik und Parlamenten. Fehlen in den entscheidenden Beratungsgremien Ihrer Meinung nach vielleicht die Ökonomen und die Juristen? Also ich glaube, wir haben ja eine ganze Menge Beratungsgremien. Das ist einerseits Ausdruck der Pluralität auch in der Gesellschaft mit ihrer Vielfalt an Wissensbeständen, an Bewertungen, an Interessen, die es gibt. Aber die Fülle der Beratungsgremien, überall gibt es jetzt Pandemieräte und spezialisierte Ethikräte auch für die Pandemiefragen. Das Problem ist natürlich, dass es die Lage auch ein bisschen unübersichtlich wird. Ich glaube, zwei Dinge sind wichtig. Zum einen sich zu fragen, wie können wir die unterschiedlichen Beratungsgremien, die es gibt, vielleicht sogar sinnvoll bündeln. Und zum anderen, wie können wir sicherstellen, dass, genau wie Sie gesagt haben, die Pandemiebewältigung nicht nur als eine medizinische, medikalisierte Angelegenheit betrachtet wird. Das ist sie definitiv nicht. Denken wir an die Debatten, die dann auch recht bald entstanden sind. Wie sieht das mit den Folgen für die Familien aus? Was heißt das für die Rollenaufteilung? Gibt es da sozusagen einen Rückfall in alte Rollenmuster, was die Erziehung der Kinder, die Beschulung in der Homeschooling-Phase angeht zu Hause? Wie ist das auch mit häuslicher Gewalt? Wie ist das mit Menschen? Wir haben in den Großstädten einen großen Anteil von Ein-Personen-Haushalten, wie das dann die Statistiker ausdrücken, also von Singles, also von Menschen, die nicht in einer eigenen Familie, in Zweierbeziehungen leben. Was bedeutet das eigentlich psychologisch, wenn Menschen lange sozusagen gezwungen sind, Kontakte nicht zu pflegen, die sonst gerade für ihr Leben wichtig sind? All diese Aspekte scheinen mir müssen abgebildet werden. Ohne Medizin, ohne Virologie, ohne Epidemiologie geht es natürlich auf keinen Fall. Aber es reicht nicht hin. Wir müssen diese anderen Aspekte auch einbinden. Und da würde ich sagen, da kommt es jetzt nicht nur auf Juristinnen und Juristen an. Auch die Ökonomie natürlich ist wichtig, aber eine ganze Reihe anderer Disziplinen sollten dort auch vertreten sein. Das sehe ich auch so. Und jetzt vielleicht eine Frage ganz zum Schluss. Wenn ein neues Auto getestet wird, fährt man damit zunächst bei plus 50 Grad durch die Wüste und dann bei minus 40 Grad durch die gefrorene Tundra oder auch in umgekehrter Reihenfolge. Wenn dann bei diesen Tests Bremsen, Motor und Lenkung nicht versagen, ist das Auto gut, es kann in Produktion gehen, Systeme bewähren sich unter Extrembedingungen. Nun ist die jetzige Krise ein Ausnahmezustand. Hat sich unsere Rechtsordnung bis jetzt in dieser Krise bewährt? Also ich denke, unsere Rechtsordnung, unser Verfassungsstaat hat sich in der Krise bewährt. Das ist auch die Grundthese unseres Buches. Und ich glaube, es ist gerade diese Grundeinsicht, dieser entdramatisierte Stil, der sagt, es kommt eigentlich im Verfassungsstaat gerade darauf aus, jede Form von Ausnahmezustand zu vermeiden. Und wir kommen mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, mit dem Kompetenzen, mit dem Föderalismus eigentlich sehr weit, um hier eine verfassungskonforme Gestaltung dieser Krise, auch harter Eingriffe prinzipiell zu meistern. Wir können das auch im Vergleich zu anderen Staaten sehen, die eben zum Beispiel nicht über Föderalismus
Föderalismus verfügen, die das zentralistisch machen, die eben nicht sich auf eine breite, ja, wissenschaftliche und vor allem auch medizinisch informierte Politik stützen, die haben es bisher in der Krise schwieriger gehabt. Und vor dem Hintergrund, wenn man so die faktische Verfassung und die juristische Verfassung bei uns in der Krise abgleicht, da ist es zweifellos so, dass man Herrn Di Fabio recht geben muss, dass eigentlich unser Verfassungsstaat, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, in der Krise sich erstaunlich gut hält. Für diese positive Schlussaussage ganz herzlichen Dank. Freut mich, dass Sie das so sehen. Ich darf mich bei Ihnen beiden, Herr Professor Kersten und Herr Professor Rixen, ganz herzlich für das heutige Gespräch bedanken. Wir bedanken uns auch ganz herzlich. Ja, herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben hier das Werk Kersten Rixen, Der Verfassungsstaat, besprochen. Wer neugierig geworden ist, kann dieses Buch für 24,90 auch käuflich erwerben. Die erste Auflage war relativ rasch vergriffen. Wir werden nachdrucken. Sie können sich also hier die Dinge, die wir hier erörtert haben, auch im Einzelnen nachlesen. Ansonsten darf ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken, dass Sie heute dabei waren, und schalten Sie sich wieder zu, wenn es heißt Beck Aktuell, der Podcast. Das war Beck Aktuell, der Podcast.